Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Oxygen Not Included, Spaced Out DLC. Wir machen sofort weiter. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, bei allerlei Änderungen, Anpassungen und so weiter und so fort. Wir haben natürlich unseren Plan, wir müssen ein paar Sachen optimieren natürlich. Aber bevor wir weitermachen, eine Mod funktioniert und es gibt eine kleine Änderung, und zwar habe ich die Mod installiert Better Info Cards, und diese Mod ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und was die genau macht, und das hat mich extrem gestört früher, und vor allem sieht man das jetzt hier, deswegen zoome ich hier auf die kleinen Fische, wo man es am besten sieht. Früher war das ja so, wenn man viele Fische an einem Ort hatte oder viele Eier oder was auch immer, dann wurde pro Objekt, pro Ei, pro Fisch so ein Tooltip angezeigt, wie man hier gerade sieht, oder? Da sieht man tropischer Baku-Jungfisch und Wasser und so weiter. Und diese Mod, ja, diese Mod gruppiert gleiche Tooltips. Und jetzt, wenn ich jetzt über diese Fische gehe, sieht es ja nicht anders aus, aber da steht jetzt Baku-Jungfisch mal 2. Tatsächlich braucht man eine Mod dafür, genau. Das ist nicht normal im Spiel drin, was ich auch irgendwie komisch finde, aber das ist eine super, super Mod. Vor allem, wenn man solche Bauten hat wie hier, und mit der Zeit werden es ja natürlich immer mehr Fische, und eigentlich werden es ja 4 Fische in dieser Zelle, aber dadurch, dass wir zu viel Wasser hier drin haben, haben wir jetzt 2 Zellen und die schwimmen jetzt hoch und runter, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wir können jetzt hier auch zum Beispiel über die Eier gehen. Da steht Paku Ei mal 2. Das hat man vorher nicht gesehen. Da musste man wirklich wie blöde einfach durchklicken. Und das muss man jetzt nicht mehr machen. Daher, diese Mod ist eine super, super Erleichterung. Auch wenn man ganz viele Items und so weiter hat. So viel zu der Mod. Wir machen jetzt einfach mal weiter, ne? Wollen wir nicht so viel Zeit verplempern. Ich starte und wir schauen mal, wie der Stand ist. Wir machen so die üblichen Verdächtigen, ne? Die paar Aufgaben, die jeder Dupe hier im Haus aus dem FF machen sollte. Und zwar wischen, ja. Bei uns wird hier immer gut gewischt. Das ist ganz wichtig. Wir haben überall Wasser. Wir müssen weiterhin unseren Strom führen, würde ich sagen. Und ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal schon mal hier runter. Hier lang. Und zwar, ich möchte ja diesen Strang hier damit verbinden und den hier abkoppeln. Quasi. Sollen wir das so machen? Ja, komm, machen wir dann mal so. So. Jo. Oh, was habe ich denn da gemacht? Stopp. Das wollte ich nicht. Und zwar, der kann weg. Und wir machen nochmal. Wir machen jetzt nur eine kleine Anpassung. Und zwar das, was wir jetzt durchsetzen wollen. Und zwar Kabel im Boden. Kabel im Boden sind ganz wichtig. So. So. Das können wir dann auch beauftragen. Das machen wir dann auch hier. Na, da. So. Da gibt es jede Menge Kleinigkeiten, die getan werden müssen. Wir machen das so. Und wir machen das so. Ob der das hier bauen kann, weiß ich nicht. Wir bauen vorsichtshalber mal da und da eine Leiter. Dann können wir das auch weg. Buddeln. So, das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Wir müssen natürlich das alte Zeug auch entfernen. Ganz wichtig. Das kann weg. Das kann weg. Das kann dann weg. Hier komplett, ne? Sehr, sehr schön. Und das muss weg. Das ist schon mal eine Sache. Das ist eine Sache. Und ich denke mal, ja. Ja, wir werden mal sehen. Es gibt einen kleinen. Ja. Es gibt eine kleine Sache, die ich machen möchte auch noch. Und zwar hat es auch mit Tieren zu tun. Und zwar haben wir so viele Grub-Grubs mittlerweile. Und ich brauche diese Grub-Grubs nicht. Ich brauche sie eigentlich nur hier. Ne? Und warum haben wir hier keinen Tieraussetzer? Habe ich den entfernt irgendwann mal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich möchte hier nur höchstens
wirklich höchstens 2 Grub-Grubs haben und das war's. Dann möchte ich aber hier auch irgendwie, sagen wir mal, 2 einfach als Reserve. Ich brauche nicht so viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Und daher werden wir das so machen, dass wir so eine, wir haben ja hier eine Fischtodeszone, ja. Und es vielleicht würde es Sinn machen, hier so eine, ja, so eine verlassene Tiere-Todeszone zu machen. Ja, klingt furchtbar. Und ich denke mal, wir machen das, weil es klingt genau so, wie es ist. Es ist furchtbar, aber für die Tiere natürlich. Aber für uns wird es, glaube ich, gut sein. Wir werden es jetzt einfach mal in Auftrag geben. Und dann schauen wir mal, wie es ist. Ob es überhaupt so richtig funktioniert. Schauen wir mal. So. Das bedeutet, wir werden hier kleine Anpassungen machen müssen. Ich will hier nicht 5 Poképanzer haben. Ich will hier, ja, sagen wir mal 2 am Anfang. Die leben ja irgendwie super lange, ne? Hier will ich keine 5, sagen wir mal 4, ne? Und hier will ich keine 5, sondern, ja, 3, 2, ne? Die fressen ja auch den ganzen Quatsch weg, ne? Das wollen wir ja auch nicht. Also, das kann man natürlich immer weiter erhöhen. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, ist, wir werden Brutschränke bauen. Wir haben aktuell, die kosten 200, wir haben 5700. Ich würde sagen, ups, nicht so, aber schon übertrieben. Machen wir so. Machen wir genug, würde ich sagen. Und zwar hier wird alles, was hier überflüssig ist und nicht hier reinkommt, ja, ganz wichtig. Die sollten eigentlich auch eine 6er haben, ne? 6. 6, so. Also primär hier. Und dann kommt der Rest hier hin. Das würde ich so machen. Und hier würde ich sagen, machen wir dann eine 7er. Priorität. Okay. Das bedeutet jetzt für uns. Da sehen wir die schon. Die werden hier schon eingefangen. Aber die Dupes wissen nicht, wohin. Ne? Wohin mit den ganzen Tieren. Das werden wir natürlich lösen. Wir machen hier eine Treppe runter, würde ich sagen. Wir werden auch hier einen Tieraussetzer bauen. Und das wird dann einfach eine, so eine offene Zone. Und natürlich, wir müssen jetzt hier ganz schlau sein. Wir brauchen ja Automatisierung. Ohne Automatisierung geht hier gar nichts. Und zwar bauen wir das mal so und so. So, und dann wollen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich möchte, dass zum Beispiel das Fleisch, wenn sie hier sterben, dass das quasi auf diese Parku-Filet-Schiene geht. Dann können wir das hier updaten, dass nicht nur Parku-Filets reinkommen, sondern auch Fleisch. Dann kommt das ganze Fleisch auch da rein. Und hier sollen dann die Eier reinkommen. Alle überflüssigen Eier sollen dann hier oben, wo haben wir sie da, die sollen hier oben reingeworfen werden. Und wie machen wir das am besten? Jo, machen wir das mal hier so entlang, da, ja, ich versuche das schön zu machen, aber ganz ehrlich, wir könnten das hier quasi runterschmeißen, dann sind aber die Eier hier. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir es dann am besten machen. Und diese Tür, ja, die nervt mich jetzt schon die ganze Zeit. Die muss wegkommen. Ich will eine normale Tür haben. So, so, jetzt haben wir hier, haben wir eine, wie heißen die? Ein Sweetle, da haben wir ein Sweetle. Da haben wir einen Poke. Gut. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. Also, wir nennen das jetzt einfach mal, wie nennen wir das mal? Die Fleischfabrik. Light, ja. Das ist die Fleischfabrik Light, weil, ja, wir schmeißen einfach das überflüssige Zeug hier rein. Und wenn sie sterben, dann gibt es Fleisch. Ja, dann ist es eben so. Wollen wir jetzt nicht großartig hier irgendwie optimieren oder so. Wir bauen das jetzt einfach mal. Einfach damit hier erstmal Ruhe im Karton ist, weil mir das überhaupt nicht gefällt, dass überall Tiere rumlaufen, dass diese Poke-Dinger da auch nicht irgendwie im Griff, dass wir sie nicht im Griff haben, dass hier zum Beispiel einer auch einfach da gefangen ist, ne? Ja, das will ich gar nicht, ne? Es sollte immer so eine Mindestanzahl an Tieren geben, das würde Sinn machen.
Und ja, so machen wir dann einfach mal weiter, würde ich sagen. So, und was will ich jetzt hier? Ich möchte diese Tür und die will ich auch unter Strom setzen. Dann habe ich auch kein Problem mit der Tür. So. Aber ich will, dass das hier gebaut wird. Ein bisschen schneller bitte. Und das muss schnell gemacht werden. Und dann müssen wir auch prüfen, ob das überhaupt funktioniert. Das wird super. Wird gebaut. Wir machen alle Tiere. Und wir machen hier nicht 50, wir machen hier 99. Geht das? Nein, das ist maximal 20. Interessant, ja. Interessant. Lassen wir das jetzt vorerst so. Ich denke mal, in Zukunft, wenn wir zu viele Tiere haben, wird das nicht funktionieren. Wenn wir zum Beispiel wirklich allerlei Tiere hier unten haben, mehr als 20, dann wird es nicht gehen. Dann brauchen wir so einen Fallmechanismus. Quasi zwei Räume. Okay, okay. Das müssen wir uns dann auf jeden Fall noch anschauen. Aber das funktioniert jetzt, ne? Jetzt haben wir hier zwei. Na, das läuft auch. Wir können hier noch Pokepanzer. Wir können hier noch diese Eier brüten. Und die lassen wir einfach mal offen, würde ich sagen. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Das wird dann so vor sich hin brüten. Da haben wir kein Problem mit. Brauchen wir noch was? Ich denke mal, das passt, ne? Also, unsere Fleischfabrik Light nimmt Gestalt an. Wir schauen uns nochmal den Biodrucker an, was wir jetzt hier haben. So, wen haben wir denn da? Travaldo. Doktortätigkeiten, Graben aufräumen, Athletik gesenkt. Das gefällt mir nicht. Bedienung Viehzucht. Kann Doktortätigkeiten, das ist nicht so schlimm, aber sonst hat er nichts, ne? Und dann haben wir hier noch, kann angreifen, nicht durchführen, ja, das ist nicht so schlimm. Nahrungsmoralbonus und Maschinen erhöht. Komm, warten wir nochmal die paar Zyklen ab. Dann schnappen wir uns mal bessere. So, was können wir denn hier machen? Oje, oje, ne? Unser Nikola, der Neue. Der kann. Das soll auf jeden Fall nochmal tragen können, nehme ich mal an. Das macht irgendwie Sinn. Der bekommt aber auf jeden Fall mal so eine neue lustige Mütze. Dann schauen wir mal den Nails. Der wird auf jeden Fall... Ja, der muss auf jeden Fall auf den anderen Asteroiden. Ja, ich weiß nicht, ob der das auch braucht. Machen wir einfach mal, würde ich sagen. Ja, das bringt ihn schon hier bis an den Rand. Ja, macht das Sinn? Nails mit Köpfen soll unser Mechatroniker werden, ist das richtig? Aber er liebt es nicht. Er liebt es zu buddeln, deswegen bekommt er hier diesen schwarzen Hut. Das passt. Das passt. Dann schauen wir mal, ja. Mäh ist auch ein Buddler. Aber der baut langsam. Er könnte... Wir müssen jetzt nicht mehr so viel buddeln hier, ne? Aber bauen auch? Weniger, ne? Also tragen auf jeden Fall. Das soll er mal können. Und bauen vielleicht auch, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Wir lassen das jetzt mal. Wir betreiben nicht einfach wegen dem Moral. Der ist schon auf 12 von 17. Das ist nicht schön. Der Joshi ist auch hier. Tragen, ganz wichtig, ne? Was kann der denn noch? Ich meine, der ist schon Koch, ne? Und bauen könnte der machen, ne? Auch damit es ein bisschen flotter geht, wenn wir was wollen. Hassan. Oh, unser Hassan, ne? Der könnte auch schleppen, aber der ist ja auch am Rande, ne? 14 von 13, nicht so toll. Dann haben wir unsere kleine Ellie, die muss ja irgendwann mal fliegen, ne? Das heißt auf jeden Fall mal Raketensteuerung. Und Schutzanzugbenutzung. Das muss man lernen. Oh je. Na komm, machen wir mal Raketensteuerung. Und sie behält einfach ihre Mütze. Jetzt haben wir den Buddy, den Butler. Der Buddy, der Budler. Buddy, der Butler und der Buddy, der Budler.
Der kann hier bedienen und der kann auch noch Mechatronik machen. Auch ganz gut. Und jetzt kommt noch Bart. Bart hat ganz wenig, ne? Auf jeden Fall mal super schweres Graben. Wäre nicht schlecht. Verbesserter Bau. Und deswegen bekommt Bart erstmal so einen super tollen Hut. Jawohl. Das ist gut. Das ist richtig gut. Und jetzt schauen wir mal, was kann der denn noch? Bedienung. Das ist wichtig, einfach wenn die Tragfähigkeit, oder? Wenn die aufräumen und so weiter, wenn sie irgendwie bauen wollen, dann müssen sie das Zeug hin und her tragen. Nehmen wir einfach mal das. So, jetzt wird es interessant. Die kommen jetzt alle und holen sich ihre Punkte ab. Oh, da kommt. Ja, wunderbar. Auch die Ellie. Alle sind dabei. Jetzt schauen wir mal. Haben wir alles gebaut? Noch nicht. Aber das sieht schon mal gut aus. Ich denke mal, damit kann man arbeiten. Wir werden auf jeden Fall, wir haben ja hier, die sind ja schon fast voll, ne? Wow. Die sind ja richtig voll geworden. Ja, die Frage ist, wollen wir jetzt wirklich hier aufräumen? Komplett? Okay, hier muss ich noch, hier mache ich zwei Tiere und zwar nur die Grub-Grubs, ja. Wo sind sie? Warum steht hier Erde? Übrigens, auch die deutsche Übersetzung ist auch eine Mod. Und anscheinend heißen die Viecher jetzt auch Erde jetzt neu. Ja. Zweimal Erde, bitte. Was ich nicht möchte, ist, wenn ich hier zum Beispiel einen Aufräumbefehl gebe, dass die hier runterlatschen. Das will ich nicht. Das ist mir zu mühsam. Überhaupt nicht. Das, was ich mir vorstelle hier, vielleicht machen wir da noch sowas, ne? Sowas. Und knallen dann diese Dinger drauf. So. Und buddeln mal hier durch, ne? So. Ja, das wird klappen, würde ich sagen. Oh, ist es warm hier. 40 Grad. Okay. Jetzt müssen wir das noch einstellen. Wir nehmen hier essbar. Nehmen wir mal Fleisch. Da. Und hier nehmen wir allerlei Eier. Alles, was hier am Ende landet. Ja, da sehen wir jetzt hier Paku Jungfisch. 4, 5. Läuft also. Perfekt. Und das können wir langsam abbauen, weil das brauchen wir hier nicht, ne? Die ganze Automatisierung hier, die brauchen wir nicht. Wir werden schauen jetzt mal. Förder-Overlay, das ist alles schon obsolet. Das wird nicht gebraucht. Auch hier der Strom, der kann abgebaut werden. Dann können wir auch das hier zerlegen. Das können wir zerlegen. Wir werden auf jeden Fall mal eine Leiter brauchen, sonst kommen sie hier nicht raus. Ich baue das mal schnell. Dann geht der gar nicht. Okay, dann machen wir das so. Das kann dann auch mal zerlegt werden. Wir müssen mal schauen, was wir mit diesem Raum machen. Ob wir den dann hier öffnen oder nicht. Da haben wir auf jeden Fall mehr Platz. Na? Wir lassen das jetzt erstmal so. Gut. Wir schauen weiter. Wir müssen auf jeden Fall, was haben wir gesagt, wir schicken jetzt erstmal den Nails zugewiesen. Der soll mal rüber. Wir haben ja noch andere Aufgaben da auf dem anderen Asteroiden. Wo ist denn der? Ah, da kommt er ja. So. Nails. Warum steht hier Debug? Okay, also die Übersetzung ist irgendwie komisch. Die war besser. Da stand wirklich teleportieren, also wirklich ausgeschrieben und so weiter und nicht irgendwie Debug und so weiter. Also ganz komisch. Ganz komisch. Vertraut den Mods nicht einfach blind. Ich hoffe, der kann es bauen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir jetzt hier nicht so sicher. Ich werde das jetzt erstmal komplett alles nochmal killen. Dann machen wir hier Sandstein, ja, so wie geplant, auch Sandstein, damit das Wasser hier hochploppt. So, das, und dann, das muss der dann entwurzeln.
Und dann werden wir mal sehen, ob das klappt. Das kann der dann hier schon mal. Und wie sieht's aus? Kabel? Das kann er auch mal verbinden, ne? Weil, schaut euch das mal an. Gase. Ganz fies, ne? Oh je. Und das ist nicht so toll. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch einen Schalter. Das hat hier so nicht gut funktioniert. Machen wir das so. Und der typische Schalter auch nochmal rein. So. Das kommt weg. Was wir vielleicht noch stromtechnisch machen könnten, ja, einfach mal ein paar Solarpanels. Ich denke mal, wir verbrauchen ja nicht so viel. Lass mal einen. Wir nehmen einfach mal einen und das ist Kupfer. Sehr schön. Und wir laden dann mal die Batterien hier auf. Nein, nicht so. So. Da könnten wir auch ein bisschen Kohle sparen. Und wir sagen dem auch nochmal hier eine große Batterie. Kann er auch nochmal bauen. Hier und da. Und ich denke mal, das wird jetzt hier locker, aber echt locker ausreichen. Wobei ich auch glaube, dass wir das auch umbauen werden. Aber ganz ehrlich, mit der Zeit. Wir wollen nicht übertreiben, ne? Haben wir jetzt Strom? Nee, haben wir nicht, ne? Ist das Ding entwurzelt? Nee, ne? Kann er das nicht? Was war denn das? Jetzt geht's. Okay. Läuft. Perfekt. So habe ich es mir auch vorgestellt. wir haben gesagt, wir müssen das abschotten, ne? Das Ganze. Und zwar so. Ja. So, ne? Das heißt, das hier muss weg. Und dann nehmen wir mal noch die Leiter. Ziehen die auch nochmal so entlang. So. Aber Prioritäten müssen gesetzt werden, Mensch. Nails. Was ist denn los? Warum haben wir keinen Strom? Warum haben wir keinen Strom? Der muss das Ding hier füttern, ne? Ganz wichtig. Ah, und aktivieren, auch ganz wichtig. Nails. 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 So, jetzt macht das. Sehr gut, machen wir mal eine Achter. Jetzt kann das auch, das Zeug auch rausgepumpt werden. Wir schauen uns das mal an. Boah, Kohlendioxid ohne Ende. Nee, das ist echt fies. Das wollen wir nicht. Hier ist es auch schon super geräumig. Perfekt. Das wird rausgepumpt. Auch super, genauso wie wir es wollen. Was hier nicht geht, ist, hier fehlt die Düngung, ne? Oh je. Und ich denke mal, mit einer Vierer-Priorität soll der Nils einfach mal buddeln, ja? Ich denke mal, das ist das Schlauste, was er machen kann. Einfach buddeln, während wir hier nicht da sind. Auch hier mit einer Vierer-Prio soll er hier durchballern. Und da nochmal durchballern. Da und da. Da. Ja, das können wir nicht so einfach machen, ne? Aber zum Beispiel kann er schon mal diese Tür und diese Tür zerlegen. Da kann er das Glas hier zerlegen. Hier nochmal die beiden Türen auch nochmal. Was haben wir denn hier? Auch hier die Tür und da die Tür. Ja, das kann er denn jetzt mal machen. Und ich denke mal, wir gehen jetzt mal auf den Hauptasteroiden, schauen uns unsere schlafenden, jetzt schon wieder Tag, schlafenden Dupes an. Und ja, würde einfach erstmal diese Folge abschließen. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, welche neuen Projekte wir angehen können. Ich denke mal, die Rakete ist nicht mehr weit weg. Denn eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben Sauerstoff, wir haben Nahrung. Und zwar sehr viel Nahrung. Mittlerweile, es steigt einfach ständig. Und das Zeug ist auch haltbar.
Jetzt müssen wir einfach mal schauen, eine vernünftige Rakete zu machen. Und dann schauen wir mal. Ich denke mal, wenn wir auf die Sternkarte gucken, wir haben es ja schon entdeckt. Ich denke mal, das ist der. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Und da gibt es natürlich neue Überraschungen. Und dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.